Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Ich bin jetzt hier schon mal in die Stadt zurückgelaufen, denn ich würde gerne nochmal die ganzen Häuser abchecken. Ja, das ist schon mal nicht offen. Was ist hiermit? Das ist offen. Einfach nochmal reingucken. Das haben wir fertig, gell? Da haben wir gesagt, das ist alles ready. Weiß auch gar nicht mehr, was wir da bekommen hatten. So, was haben wir hier drin? Ich glaube, hier sind die Jungs drin, oder? Genau. Ah, ich glaube. Muss man die nicht auch am ersten, am zweiten, am dritten Tag irgendwie herausfordern? Ist das nicht irgendwie so? So, den müssen wir anvisieren. Man kann da so viele Items bei denen bekommen, ne? Ich glaube, kann man da 2 oder 3 Flaschen bei denen bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ich habe da irgendwas eingestellt, dass ich das nur einmal machen muss. Das wäre irgendwie geil. Ich glaube nicht. Ja. Okay, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Wir brauchen 25 Ringe. Ich erinnere mich an ein paar trügerische Stellen, die ziemlich eklig waren bei dem Race. Ich glaube, ansonsten kommen wir damit gut klar. Ich bewege mich auch ganz schön schnell. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Warte mal. Okay, ich habe auch nur eine bestimmte Zeit. Dass ich mich, wenn ich normal schwimme, auch so schnell bewege. Aber ich glaube, das schaffen wir, oder? Ich denke schon. Die zweite Runde wird dann natürlich knackiger. Ich hoffe, da bin ich dann ein bisschen eingegroovter, was das angeht. Weil das war schon echt schlecht. So, noch 2 Stück, das kriege ich hin, oder? Das kriege ich hin. So, da haben wir es doch schon. Perfekt, erste Runde ist ready. Ah, 20 Rubine. Wie traurig ist das? So. Da hinten. Und jetzt kann man das, glaube ich, nochmal machen, oder? Oder kann man das sogar 2-mal machen? Und noch einmal machen? Ich weiß es nicht. 3-mal machen? I don't know. Okay. Los geht's. Also das ist jetzt deutlich weniger Zeit, glaube ich. Und wir machen jetzt gegen den anderen Bruder, ne? So. Ich muss jetzt mal ein bisschen smarter sein. Bum, 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 bum. Denn wir haben jetzt weniger Zeit. Also ich war jetzt nicht so schlecht, finde ich. Aber diese ein oder andere Ecke, die hätte ich auf jeden Fall besser schwimmen können. Aber ich glaube, es ist auch ein anderer Kurs, kann das sein? I'm not sure. Nee, doch nicht. So, das ist eigentlich die ekligste Ecke gewesen, glaube ich. Okay, war, glaube ich, ganz gut gelöst. Habe ich gut gemacht. Ja, ich denke auch, läuft gut, oder? Lässt sich sehen, was ich hier schwimme. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit war es vorher. Echt diese Musik, ne? Aber läuft gut. Ich bin guter Dinge, Leute.
freue mich gerade, dass wir hier so schön was machen können. Bisschen die Zeit. Nein! Oh, nein! Jetzt verkacke ich sie so vorm Ende. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Oh, shit. Ah, Schlüssel für Guru Trainings Ground. Oh. So. Kann man das jetzt nochmal machen? Ich frag mal, ob die nochmal Interesse haben, ob die Bock haben, das nochmal zu machen. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht mehr sicher, ob das jetzt irgendwie noch relevant war. Okay. Die haben schon gesagt, die haben keine leeren Flaschen mehr. Dann ist das für mich fein. Dann ist das abgeschlossen. Cool. Jo, zumindest haben wir einen Schlüssel bekommen. Für Gerudo Trainings Ground. Also die Gerudo Trainings Arena. Wie viele gibt es da eigentlich? 9. Wir haben 4. Huhu. Ja, aber ihr sagtet, ich soll sowieso da vielleicht nochmal reingehen, ne? Weil es da ja auch theoretisch noch was geben könnte. So, wir gucken nochmal in die anderen Läden rein. Okay, hier war er. Die Frage ist, kann ich mit ihm irgendwas machen? Nicht wirklich. Ha. Okay. Ja, bei so kleinen Nebenquests bei Majora's Mask bin ich halt auch manchmal komplett raus, ne? Da kann ich auch nicht so viel sagen zu. Okay, hier war der Hühnerstall. Boah, es ist so warm, Leute. Aber wir haben ja gehört, oder ich habe gehört, es soll die nächsten Tage jetzt endlich kälter werden. Okay, hier war er. Ich freue mich so drauf, ne, wenn es endlich kalt wird. Das wird echt super. So, wir haben jetzt hier, glaube ich, nur das eine Haus, wo man nicht reinkam. Das war das hier, beim Postboten. Da müssen wir später nochmal gucken. Ich will mir die jetzt nochmal alle angucken, weil theoretisch können wir da vielleicht irgendwo was Neues machen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir hier bei dem einen, bei dem Liebespaar, können wir sicherlich auch jetzt was machen. Bin ich mir auch relativ sicher. Aber da müsste ich halt am ersten Tag anfangen. Sonst lohnt sich das ja nicht. Was ist denn hier mit der Milchbar? Ich glaube, hier war auch irgendwas. Membership. Aber da hattet ihr auch gesagt, ne? Da kann man irgendwie auch an einem bestimmten Zeitpunkt auch reingehen. Hier zum Milchbar. Milchbar? Ansonsten sind die ganzen Dinger zu. Mehr kann ich hier nicht machen. Ja. Da müssen wir noch kurz warten. Bis wir wieder Tag haben. Dann hole ich mir nochmal kurz Kohle. Kohle. Na? Oh. Na, die Kiste bleibt zu. Das ist ja ärgerlich. Achso, ist ja auch nicht gesagt, dass das die Liebenden sind, ne? Hier drinnen. Oder waren das die Liebenden? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Reicht das? Ja, aber bringt nichts. Okay. Also ich hätte gesagt, wir gehen mal zum Postboten. Theoretisch hat er vielleicht noch irgendein Item für uns. Hier fehlen halt auch noch so viele Sachen, ne? Unglaublich. Ja, Postbote. Und die anderen Häuser gucken wir auf jeden Fall auch noch rein. Wir hatten irgendwo ein Haus, da konnten wir, glaube ich, diesen Kampf mit den Geistern machen. Ich glaube, 9 Uhr, okay. Mann. Ich warte mal kurz, bis der nächste Tag angebrochen ist. Und dann... Ich könnte auch, ja, das mache ich, glaube ich. Jetzt ist der dritte Tag angebrochen. Da kann ich auf die Lon Lon Farm gehen. Viel kann man da nicht machen, aber zwei
Häuser können wir betreten, die random sind. 10 PM, okay. Was, PM? Kann man da nicht auch vorher rein? Ich war da schon mal drin. Ihr hattet da gesagt, man kann da irgendwie auch so mal rein, ne? Ich hole mir mal kurz Epona, dann reiten wir auf die Lon-Lon-Farm und Dann weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, ich glaube, Majora's Mask ist dann auch langsam vorbei. Wäre cool irgendwie, wenn es so eine Einstellung gäbe, dass dann alle Türen immer offen wären. Weil ich bin mit den Zeiten in Majora's Mask halt einfach nicht so vertraut. Und das werde ich wahrscheinlich auch in diesem Randomizer nicht werden. Weil ich einfach zu lange immer Pause zwischendrin mache. Leider. So, er ist aber fertig. Das heißt, wir können schon mal zwei... Ne, wir können sogar vier Random-Häuser abchecken. Da hattet ihr natürlich vollkommen recht. Metal Gear. Alter. Ja, da können wir richtig was abchecken hier. Sie hier ist richtig frustriert, weil ihre Schwester wurde ja abgeholt. Von den Aliens. Okay, was haben wir denn hier so drinne? Ah, guck mal. Aber das muss man als Krone machen, ne? Ja, das muss man als Krone machen. Scheiße. Oder kriegt man da auch jedes Mal ein Random Item? Wisst ihr das zufällig? So, da. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter los, oder? Woher soll man denn wissen, was das für eine Feenquelle ist? Ah, guck mal, das ist doch die einfache, oder? Yo! Man kriegt doch zwei Items, oder? Kriegt man nicht zwei Items? Ich habe doch die eine Fee zurückgebracht. Ich habe doch die eine Fee. Die hatte ich doch gefunden. Hier. Townfee. Oder wo ist die? Kriegt man nicht zwei Belohnungen? Weil man kriegt doch einmal Magieanzeige und einmal die Maske. Ja, theoretisch. Aber wo? Hatte ich die nicht gefunden? Muss ich die jetzt nochmal finden? Shit. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder war das keine Townfee, was ich gefunden hatte? Aber ich habe die markiert. Ah, sorry. Okay, merkwürdig. Gut, was ist hier? Oh! Das ist auch mega gruselig. Aber hier kann ich nichts machen. Da brauche ich das Lied der Befreiung. Okay, aber gut zu wissen. Wahnsinn, ey. Oh shit. Was hier für Sachen sind. Oder kriege ich jedes Mal was, wenn ich hier reinrenne? Nee. Genau. Hier muss ich die anderen Feen finden. Die muss ich halt... Das sind jetzt die Swamp-Feen, ne? Die Swampies. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt zwei Feenquellen. Mit der drei. Da fehlt noch die vierte. I guess. Okay, ja, schade. Also, ja, ich dachte aber echt, wir haben doch die eine Fee gefunden. Wo muss ich da als Deko hin? Gibt ja keinen Sinn, oder? Gibt das Sinn? Das gibt keinen Sinn. Ich hatte eigentlich die Townfee gefunden. Oh. Es ergibt doch Sinn, scheinbar. Alles klar, das wäre also die Magieanzeige gewesen. Okay, Leute, dann haben wir's. Dann ist es irgendwie so getriggert, dass das Item nur getriggert wird, wenn du als Deko-Kerl dahin gehst? Ist ja auch seltsam. Okay, wir gehen nochmal schnell in die Stadt. Und durchstreifen da mal die Häuser. Die restlichen. Und dann ist ja auch schon Final Day. Da müssen wir unser Geld abgeben. Und dann fangen wir wieder bei 1 an. Tja, was wir da noch zu tun haben. Schwierig.
Bam, 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 bam. Bei Tingle können wir uns, glaube ich, noch den großen Köcher kaufen, ne? Bei dem hier. Bin gerade nicht hundertprozentig sicher. Wir haben halt auch Feuer- und Eispfeile, ne? Das ist halt... Ich könnte halt schon ein paar schöne Sachen damit machen. Aber ich habe halt keine Magie. Ich frage mich halt echt, wo wir hier die Magie bekommen. Also eine von beiden. Ohne Magie ist schon scheiße. Okay, wir checken auch mal hier die Häuser ab, Leute. Als erstes hätte ich gesagt, also der Postbote ist unterwegs. Was war denn hier drin? Ach, hier ist das drin, okay. Ja, komm, ich mach das einfach mal. Ich muss alle drei hintereinander machen, sonst bringt mir das nichts. Stimmt. Aber eigentlich ist das hier drin. Also was ist jetzt hier drin? Hier ist der Deku-Kerl drin. Aber als Sora kann ich mit dem handeln, richtig? Cool. Ich kann mir einen Minus-Rubin kaufen. Nee, danke. Und alternativ könnte ich ihm... Aber ich glaube, die habe ich nicht. Nee, die vom Berg habe ich nicht. Das müsste eine rote sein, ne? Okay. Können wir auch noch nicht machen. Schade. Weiter geht's. Hier komme ich nicht rein, richtig? Doch, hier geht's auch. Okay, cool. Das müsste jetzt aber... Hier kann ich den Song auf... Kann ich den Song auf Storm spielen? Die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Ich mach mal. Ich mach einfach mal. Wow, jetzt ist halt clean. Bringt mir auch nichts. Okay, toll. Ja, jetzt ist halt clean. Das heißt, ich könnte jetzt halt in den Kana weitermachen. Aber bringt mir halt jetzt auch nichts, ne? Okay, dann machen wir da drin. Da müssen wir noch rein. Hier ist er drin. Er möchte ein Foto von einer Gerudo-Kriegerin. Das könnte man als nächstes mal versuchen, das abzuschließen. Theoretisch, ja. So, jetzt haben wir noch das Haus des Bürgermeisters. Oh Gott. Teilweise Frame-Einbrüche. Genau, hier kann ich ein Boss-Battle machen. Aber ich warte mal ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz zum Postboden rein. Wenn da jetzt nichts mehr Exklusives drin ist, dann machen wir das Battle noch. Machen wir heute auch ein bisschen Überlänge von mir aus. Das ist doch kein Problem. Ach so, Leute, ich sag's auch immer wieder gerne. Schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei. Da gibt's immer die aktuellsten Infos, viele Projekte, die ihr euch nachträglich anschauen könnt. Auch gerne dort Vorschläge machen zu anderen Projekten. Ihr könnt mir da eine E-Mail schreiben oder direkt einen Kommentar auf der Website. Oder auch für Ultimate Trial Strafen vorschlagen. Alles ist da möglich. Also, ach ja, hier war er drin. Okay. Cool. Ja, das alles könnt ihr da machen. Gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen. So, und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Das hilft mir auch ungemein weiter. Und den Daumen nach oben nicht vergessen. Und einen Kommentar schreiben. All das trägt dazu bei, dass ich... ja, mehr Aufrufe bekomme, etc. pp. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann gerne machen. So, dann machen wir das jetzt mal. Ich glaube, wir brauchen dafür aber einen Bogen, richtig? Rubine. Ich glaube, da kriegt man auch im Endeffekt ein Herzteil. Ist das richtig? I'm not sure. Oh, das geht auf Zeit? Kann ich da mit Dekunissen arbeiten zufällig? Kann ich. Haha. Nice. Thank you.
Nur schneller. So, jetzt kommt der Lila noch, oder? Ja, das war's dann schon. Na dann, let's go. Papa, hier ist irgendwie die Kamera zu nah dran. Da kann man nicht ordentlich erkennen, welcher sich dreht. Ich glaube, er war's. Aber das kriegen wir easy hin. Auch komisch, dass man den nur mit dem Bogen besiegen kann, finde ich. Da kann man, glaube ich, auch mit dem Enterhaken, ne? Hatten wir jetzt auch rausgefunden. In Ultimate Trials. So, das war's schon. Easy. Kein Problem. Mann, das ist so traurig. Okay, Leute, ich glaube, wir gehen wieder in Ocarina of Time rein im nächsten Part. Ich weiß zwar noch nicht genau, was wir machen, aber wir finden schon irgendwas. Wenn nicht, machen wir mal einen Waldtempel oder so weiter, auch wenn wir dann nicht so weit kommen werden. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, oder? Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schreibt mir auch gerne ein paar Guesses von euch rein, was ich als nächstes tun sollte. Ich meine, wir könnten jetzt hier auch einen neuen Tag starten und könnten das hier mal absolvieren. Dann hätten wir das auch hinter uns. Ja, ansonsten hier alles aktuell noch sehr schwierig. Man könnte auch in den Eistempel rein, aber ohne Kronhaut bringt mir das halt auch nichts. Ja, es gibt schon noch viele Rätsel hier. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann hier in Ocarina of Time weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.